Es juckt mich in feuchten Furz. Und genauso relevant sind diese Möchtegern-Influencer in einer Woche auch. Girl, du hast vor einer Woche deine Nase gemacht, by the way. Du hast auch ein Aggressionsproblem. Hast du sie verarscht. Aber ciao. Ich habe keine gebumst, so ist voll sinnlos. So, das letzte Mal ein großer Unfall von Are You The One. Man möchte nicht hinschauen, man tut's aber. Aber es ist, wie gesagt, das letzte Mal. Servus Leute und hiermit herzlich willkommen zu Folge Nummer 21 von Are You The One irgendwo in Deutschland. Es ist die große Reunion, es ist das Wiedersehen, es ist das Aufeinandertreffen, es ist das letzte Mal aussprechen, es ist das übers Fremdgehen sprechen, was alles nach der Show passiert ist. Und deswegen würde ich jetzt sagen, viel Spaß mit dieser Folge, es wird auf jeden Fall wieder anstrengend und los geht's. Alle sind leer ausgegangen. 220.000 Euro sind futsch, kein Feuerwerk, keine Party. Aber bei der Leistung ist das auch keine große Überraschung, wenn ihr mich fragt. Denn sind wir mal ganz ehrlich... Ganz ehrlich, ich habe mal überlegt, welche Schulstufe dieses Spiel berechnen könnte und ich glaube schon, dass so eine 4. Klasse Gymnasium, also die 8. Schulstufe, da hinkommen könnte, wo die Kandidaten leider nicht hingekommen sind. Ich habe es euch gesagt, so läuft das bei Are You The One nicht, aber ihr wolltet es ja nicht glauben, sondern musstet es unbedingt am eigenen Leib erfahren. Shit happens, Leute. Aber noch shittier ist natürlich, wie peinlich sie sich verhalten haben und wie diese Folge noch abläuft und wie peinlich sie sich jetzt verhalten werden. Denn ihr legt ja eher Wert auf Tratschen und Lästern, anstelle aufs Nachdenken. Aber sie haben selbst reflektiert und können jetzt beurteilen, wieso sie verloren haben. Ich glaube, das größte Problem war einfach, dass keiner mehr wusste, mit wem er saß. Ihr konntet euch teilweise nicht merken, wer neben wem saß. Ihr habt falsche Leute auf die Dates geschickt. Kurz gesagt, sie haben damals gar nicht nachgedacht. Ob sie es nicht können, ob sie es nicht getan haben, auf jeden Fall waren Alkohol und Urinstinkt wichtiger. Paddy, mathematisch kannst du nicht ausrechnen, hast du damals noch gesagt, weißt du noch? Ich glaub's immer noch nicht. Ich glaube, rein so wie wir das gespielt haben, hätten wir es nicht mathematisch lösen können. Paddy, einer der Nicht-Taktiker, bei dem später auch noch was ganz Spannendes ans Tageslicht kommt, ist jetzt immer noch nicht so weit, dass er es berechnen könnte, aber er hat auch erkannt, was das Problem war damals. Vielleicht hätte ich mal 1, 2, 3, 4 Gläser weniger trinken sollen und mich vielleicht mal... Ja, 1, 2, 3 Gläser, ich glaube eher, dass er Flaschen gemeint hat. Habt ihr denn mittlerweile eine Ahnung eigentlich? Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, dann haut doch mal raus. Komm, wer ist denn der Klassensprecher hier? Komm, ich bin hier. Okay. Sina hat zu Martin gewechselt und Edda zu Sida, aber in der Show habe ich Edda und Sida absolut nie reden gesehen. Eine Glückliche gab es ja dann doch. Ganze 20.000 Euro hat sie mit nach Hause genommen. Das gab es bei Are You The One übrigens auch noch nie. Lina. Und jetzt im Nachhinein natürlich super gut, dass sie verkauft hat, denn im anderen Fall hätten sie alle verloren und jetzt hat sie zumindest eine kleine Summe mit nach Hause genommen. Es wird auf jeden Fall auch ein soziales Projekt in Thailand und am liebsten auch auf Koh Samui damit unterstützen. Okay. Weil wenn man sich anguckt, was hier alles abging. Erzähl doch mal. Das kann sie leider nicht in Worte fassen. Was mit dem Haufen schief läuft, das ist unbeschreiblich. Teile ja, nur nicht mit den Leuten hier. Das ist Tomallas Humor. Ich fand, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, hier... Also unterste Schublade war in vielen Fällen. Ja. Ja, wie zum Beispiel die ganzen Beleidigungen mit dem Wort dumm. Am Ende der Folge, da schneide ich euch natürlich die ganze Dumm-Compilation der Kandidaten zusammen. Wenn hier alle sich gegenseitig Messer in den Rücken rammen und man aus Illoyalität einfach dann nicht den Leuten das Geld in den Arsch schieben möchte. Apropos, Messer im Rücken und was anderes im Popo. Lina, du bist ja mit deinem Perfect Match rausgegangen, Kevin. Ihr hattet ja danach auch noch jede Menge Spaß miteinander, oder? Ja. Ja. Scheint ja richtig spaßig gewesen zu sein. Naja, jetzt wird's spaßig, denn es kommt der erste Ziegenkrieg zustande. Also, soll ich die Sprachnotizen nochmal abspielen, die du mir gesendet hast? Lass doch abspielen. Ich habe gesagt, es ist okay. Du hast 2 Gesichter. Habe ich auch, ich bin falsch. Masken fallen. Apropos 2 Gesichter, mir ist es bei Jana am meisten aufgefallen, wenn man sich mal die Fotos von damals und von heute anschaut. Da wurde doch einiges unterspritzt, oder nicht? Nicht schlecht. Auch nicht schlecht, die Geschichte von Thais und Jared. Ja, danach haben wir uns schöne 2 Wochen in Köln gemacht, haben uns privat näher kennengelernt. Okay, und wie ist so jetzt der Stand der Dinge? Ja, die Dinge sind gut, wir sind jetzt ein Paar. Ey, Glückwunsch, die einzigen beiden, die es ernst meinen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann kommt natürlich direkt dazu das Gegenteil. Ein Mann, der auch mehrere Frauen hatte, ist unser lieber Ryan. Ryan. Ryan, der 5 Frauengeilfinder. Ich hab's mir mal aufgeschrieben. Es waren Edda, Sina, Lina, Jana und Pia. Und auch ihm ist es definitiv unangenehm. Ryan, ja. Wie oft warst du seit Aito eigentlich wieder verliebt? jede Woche wahrscheinlich 2 oder 3 Mal.
Ja gut, bei Edda, Pia und Lina hat es bei Ryan nicht gefunkt. Dafür war er dann schwer verliebt in Jana. Aber da gab's ja noch sie da. Und das war ja so unfassbar kompliziert, Leute. Ah, oh, nee. Nee. Oh, nee. Keiner der Kandidaten hat Bock auf dieses Dreieck von Jana, Sida und Ryan, weil es einfach schon in der Villa so abgelutscht wurde und so anstrengend war, dass es jetzt auch keinen Sinn mehr macht. Ja, was soll ich sagen? Am Anfang, als Ryan reingekommen ist, war er voll mein Typ. Vor allem optisch, und das traf auf Sida nicht ganz so zu. Als ich Sida kennengelernt habe, hat für mich, nicht, dass er jetzt hässlich ist oder so, gar keine Frage, aber es ist nicht... nicht grottenhässlich, aber okay. Jana hat mich einfach voll geflasht so, und weil wir uns halt auch so zwischenmenschlich so gut verstanden haben, ich wollte das irgendwie nicht aufgeben. Und er hat tatsächlich auch nicht aufgegeben. Obwohl sie eigentlich Ryans Körper möchte, hat sie sich auf Sida eingelassen. Ja, wir sind jetzt seit einem halben Jahr ein Paar. Ja, ja, Mensch, herzlichen Glückwunsch. Danke. Zweite Paar heute schon. Da bin ich aber gespannt, ob es lange oder überhaupt halten wird. In der Show haben wir ja schon gesehen, wie sprunghaft die beiden sind. Hat sich am Ende also der ganze Stress auch gelohnt? Ja, zum Glück. Ja. Naja, wir werden sehen. Vielleicht möchte sie in den nächsten 2 Monaten wieder zu Ryan wechseln. Verstehst du das, dass du irgendwie falsch rüberkommst? Ja. Kannst du das aber wir können ja auch noch mal über Loyalität reden. Ja, aber das hat... Ja, gut. Ich brauche nicht mehr diskutieren. Jana anscheinend so falsch wie ihre Lippenfarbe, wenn man die anderen Kandidatinnen fragt. Und deswegen geht's jetzt los mit Ziegenkrieg Nummer 2. Na, sie hat mir doch gerade eine Moralpredigt über Loyalität gegeben. Also, ich meine, sie macht sich eigentlich nur noch lächerlich. Ich brauche nicht mehr diskutieren. Aber dafür ist doch das Wiedersehen da. Ja klar, natürlich, aber das ist so... Es ist halt so schwer, gleich zu antworten. Man muss überlegen und direkt eine Antwort liefern, was auf Instagram nicht der Fall ist. Denn dort kann man in die Kamera sprechen, wann man will, und dann ist der Fight real. Ey, übertreib doch nicht! Übertreib doch nicht! Warum baust du das auf? Sie hat sich doch entschuldigt. Was will die denn hören? Checkt man gar nicht. Voll sinnlos. Ich schaff's ja mal. Auf Sendezeit wird's irgendwas. Und genau deswegen, damit die Sendezeit sinnvoll genutzt und nicht rumgeschrien wird, hat Tomalla eine perfekte Auflage für Ryan. Habe ich ja gehört, dass Ryan sich immer mal wieder nochmal bei Jana meldet. Ja, dann musst du grinsen, ne? Ja, immer mal wieder. Ist das ganze Dreiecksding vielleicht doch noch nicht vorbei? Und ich glaube, es ist offensichtlich, was jetzt kommt. Ryan ist nicht ehrlich. Er versucht natürlich, die kleine geheime Romanze zu verstecken. Also es stimmt überhaupt nicht. Wir haben tatsächlich direkt nach der Show haben wir nochmal telefoniert. Einmal. Lügen kann er nicht wirklich gut. Und auch andere Kerzen leuchten in dieser Show nicht ganz so hell. Dass du gesagt hast, naja, wenn es mit Sida nicht klappt, kannst du dich ja nochmal bei mir melden. Und Jana. Das ist nicht gut, dass du das gemacht hast. Bisschen sehr auffällig, dass Jana darüber geredet hat und dass Ryan ihr jetzt auch noch sagt, wieso hast du darüber geredet, das war nicht gut, die Idee. Das Ding ist, ich will... Ja, hallo. Hast du? Ja, habe ich gesagt. Ist richtig. Aber im Endeffekt redet er nur um den heißen Brei herum. Man weiß nicht, flirten sie, machen sie rum, sind sie versteckt irgendwo am Laufen oder was passiert? Was denn für Signale? Quatsch doch nicht um den heißen Brei, komm. Dass sie sich vielleicht doch noch nicht so sicher ist mit Sida, aber letztendlich ist es ja jetzt so und ist doch schön. Und plötzlich, aus dem Nichts, meldet sich auch Lisa Marie, denn sie hat angeblich damals mitgehört, als dieses Gespräch geführt wurde, und sie hat wieder eine andere Ansicht. Also lügt der Ryan? Ja, jetzt gerade lügt er. Ryan, lügst du? Ich lüge nicht, aber ich will einfach keinen Streit, keinen Bock. Die Antwort hat er natürlich mal wieder komplett verfehlt, aber dafür bestätigt Pia Ryans... Aber er ist draußen einfach 1:1 genauso. Also einfach lost. Aber wie denn lost? Ja, so unsicher und... Ne, so ein bisschen schwammig alles gewesen. Ryan, das kleine Eierschwammerl ohne die Eier, hat damals aber auch mit Sina was am Laufen gehabt, bevor er sich dann weiterhin für Jana und für andere Frauen interessiert hat. Es ist was gelaufen. Schon ein bisschen doller dargestellt. Also, ne? Wo hab ich das doller dargestellt? Ey, Leute, ihr geht mir so auf die Nerven. Was ist denn gelaufen? Sagt ja, mir doch ein. Sex. Na endlich, spricht's mal jemand aus. Und Ryan, er behauptet ja immer, er möchte nicht damit prahlen, aber er prahlt's damit, wenn er seine Perle versenkt. Hände hoch, wer weiß es denn? Told you, okay. Doch.
Okay, hat das also auch nicht geklappt? Das wird doch nie klappen. Das ist einfach eine hoffnungslose Gruppe, die da vor uns sitzt. Und die nächste Story, um die es geht, sind ein paar Damen, die auf einem Blondinchen rumhacken. Edda ist fake. So, damit hat sich das Thema. Ach, das ist die Aussage. Edda ist fake. Es wurde einfach alles falsch weitererzählt, um irgendwie sich gut dastehen zu lassen. Ich habe jetzt auch ein bisschen den Überblick verloren, wieso jetzt überhaupt hinausgerufen wurde, dass Edda so fake sei. Denn es sind ja alle im Prinzip fake. Die nehmen sich da gegenseitig fast gar nichts. Also hast du kein Leben, das dich unser Leben so sehr interessiert, dass du es allen weitererzählen musst, mal im Ernst. Aber was genau hat sie denn weitererzählt? Weiß grad nicht. Ihr merkt schon langsam, Anwälte werden die Kandidaten nie im Leben. Sie haben zwar Anschuldigungen, aber keine Beweise dafür. Ja, aber findet ihr das gerade nicht auch irgendwie fake? Ihr lästert 6 Monate lang über Maya. Außerdem kann man das doch gar nicht vergleichen, ob Afra und ich über Maya lästern. Wir haben damals Maya nicht gemocht. Deswegen Notiz an mich selbst, wenn man jemanden nicht mag, dann darf man diese Person mobben und über sie lästern. Und at the same time lästerst du über Maya und gehst mit der feiern. Dann redest du über Schönheits-OPs, Girl, du hast vor einer Woche deine Nase gemacht, by the way. I don't judge, ich habe selber meine Nase gemacht, warum redest du darüber? Ich verstehe gerade gar nichts. Oh, ja, natürlich verstehst du nichts. Immer so. Lustig, die Schönheits-OP-Kindergartengruppe, die sich jetzt gegenseitig einfach nur noch anschreien möchte. Aber wir schauen zu den wichtigen Themen und zwar zu Maya und Betty. Ja, zwischen uns ist Eis. Eis. Okay. Eiskalt. Dieses Eis, das brennt aber ziemlich arg. Also das ist... Weil ich deine Fresse nicht mehr ertragen kann. Also wenn, wenn ich schreie, heißt das ja, ich habe ein aggressives Problem. Du hast auch ein Aggressionsproblem. Guck mal bitte, wie du mit Lisa geredet hast, wie du mit mir geredet hast. Und du hast drauf geschissen. Ja, das war ein weiterer kurzer Ausraster, wo sich dann nur noch angeschrien wurde. Ganz so normal sind die Kandidaten nicht. Kommunikationsskills haben sie überhaupt keine. Und wie schaut's bei Lisa Marie und Paolo aus? Klar, ich habe Lisa vertraut, aber es gab dann so gewisse Situationen, die ich zum Beispiel, das mit dem Kuss, das wurde ja bestätigt, dass nicht nur ein Kuss war, sag ich mal. Wir haben es ja schon in der Show erkannt, die Probleme waren riesengroß und die Eifersucht ist Tag für Tag gewachsen und genauso ist es auch im privaten Leben danach. Ja, wie ging es weiter? Willst du deine Version erzählen? Wir sind rausgekommen, dann waren wir eigentlich schon so gut wie zusammen. Also der Gesichtsausdruck ist meiner Meinung nach nicht vielversprechend, denn Paolo hat angeblich ein paar Infos ausgelassen. Ihr habt ja auch irgendwie von Hochzeit gesprochen, genau, ist mir. Genau, ich sollte bei ihm einziehen. Er hat Jana morgens früh um 7 angerufen. Ist es zu früh, der Lisa Marie in einem Jahr einen Heiratsantrag zu machen? Oh Gott, nein, nicht schon wieder so eine Geschichte. Und dann wundern sie sich, wieso im nächsten Jahr darauf die Scheidung reinflattert. Ich meine, die lernen sich nicht mal kennen, sondern gehen einfach was ein. Wenn man solche Sachen sagt und das ernst meint, dann sollte man daran arbeiten. Er arbeitet dran, aber nicht mit Lisa Marie, sondern mit einer neuen Frau. Keine Ahnung. Also mich und jetzt hat er ja noch eine. Jetzt hat er noch eine, aber nicht parallel, sondern... Nein, also es war schon kurz danach. Paolo hat also zwei Damen und jetzt schauen wir zur absoluten Katastrophe am Ende der Folge. Es ist Paddy. Tatsächlich, ja. Edda. Aber, ich weiß nicht, sie kann... Erzähl doch mal, komm. Ja, ich bin ehrlich, ich habe dir ein gutes Gefühl gegeben, ja? Ja, das ist ja erstmal nichts Schlechtes, denkt man sich. Er hat Pedda gemocht, sie haben sich anscheinend ein bisschen gedatet, aber was hat er zu Hause sitzen gehabt? Hat er aber in Stuttgart halt trotzdem meine Sachen so, ja? Bist du zweigleisig gefahren? Dreigleisig, viergleisig. Er hatte halt seine Sachen in Stuttgart. Du kleiner Perversling, du vielleicht mal. Boah, Paddy, ach du meine Güte, viergleisig, das ist doch richtig katastrophal. Ich meine, sie können zwar alle drüber lachen, okay, es ist schon ein bisschen Zeit vergangen, aber ey. Aber ciao. Ich habe keine gebumst, so, das habe ich nicht gemacht, ehrlich nicht. Also, so wirklich nicht. Ja du, hey, immerhin, Urinstinkt, den hat er unter Kontrolle. Oh, komm, machen wir es kurz, hast du sie verarscht. Ja. Ja, aber ich mag sie trotzdem, also ich mag sie. Dann hat er wahrscheinlich nicht nur Edda verarscht, sondern auch die drei anderen Damen. Und ich hoffe, dass die genauso drüber lachen können wie Edda und die ganze Gruppe hier. Martin, wie hoch ist dein Bodycount? Aha, mein Gott. Martin! Also sag mal so, ich zähle nicht. Ja? Ja, zum Schluss geht's natürlich um Martin, den kleinen Boy, der angeblich schon einige Frauen hatte. Damals hat er von 300 geredet, aber jetzt ist er sich ganz unsicher. Er kann sich nicht mehr erinnern. Ich weiß jetzt nicht, ich bin ein bisschen ruhiger geworden tatsächlich, weil ich mich ein bisschen,
Bisschen selbst geworden. Selbstreflektiert habe nach der Show. Selbstreflektiert? Ja gut. Ich glaube, ihm ist einfach nur aufgefallen, dass er nicht ganz so sympathisch rüberkam damals. Da sind doch auch irgendwie so, da ist doch so die ein oder andere Ex von einem deiner Aito-Kollegen auch dazugekommen, ne? Hä? Oh oh. Was? Oh, Tomalas Blick, wenn sie weiß, dass sie selber mehr weiß als die Kandidaten selbst. Aber die Kandidaten, die verschweigen ja auch vieles. Also es war so, ich war mit ein paar Leuten von einem anderen Dating-Format unterwegs. Mit der hatte Ryan halt schon mal was oder ich Ex, ich weiß es nicht, das wurde mir danach nur erzählt. Hä, wie weißt du? Emma. Und dann gibt Martin nochmal alles, er denkt nach, erzählt zusammen mit Emma und den ganzen anderen Frauen, wie viele Damen hatte er jetzt schon bei sich in sich. Sag irgendeine. Ich habe gesagt ca. 300. Ja, so 330, 340. Ah, da klatschen sie ein letztes Mal und ein letztes Mal gibt's jetzt die Compilation, in der sich die Kandidaten selbst beschreiben, wie sie sich fühlen. Dumm, 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 dumm. Dumm, dumm. Dumm. Dumm, dumm. 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 Das ist einfach dumm. Wir sind einfach dumm. Dumm. Ich glaube, das ist das perfekte Schlusswort für diese Staffel. Vielen Dank für die 21 Folgen, dass ihr die mit mir ausgehalten habt. Es war manchmal schwierig, es war manchmal schön. Es gab viel zum Weinen, es gab viele Kopfschmerzen. Aber es ist endlich durch. Ich bin gespannt, wo diese Kürbisse wieder auftauchen werden. Ich bin mir sicher, dass das nicht das letzte Format war von denen. Das nicht letzte Format ist auch der Bachelor. Werde ich euch hier oben verlinken. Da kommt die nächste neue Folge schon morgen in der Früh. Hier oben gibt es den Abo-Button, da könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Da unten die letzte Staffel von Temptation Island VIP, da kommt bestimmt auch die nächste Staffel. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen, alles Liebe und ciao, ciao. Ah, ja, 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 ja.